Moin Moin Leute, herzlich willkommen zum Teil 2 der verlassenen Baumwollblecherei. Heute gucken wir uns mal andere Komplexe an von der Baumwollblecherei. Viel Spaß! Riesenbehälter, können wir jetzt auch mal reingucken. Das ist schon riesig, das Teil. Hier noch ein alter Drehhahn, aber kann man nicht mehr drehen. Hier altes Becken für irgendwas, keine Ahnung. Kann man ja mal drin schwimmen gehen. Hier noch ein alter Kasten für irgendwas. Hier mit irgendeinem Anschluss. Hey Leute, geht's eine Treppe hoch. Gucken wir, wie da irgendwie gleich reinkommen. So. Hier war auch noch irgend so ein alter Behälter. Da war irgendeine Flüssigkeit drin. In dem Rohr konnte man bestimmt sehen, wie voll der Teil noch war. Stehen überall Zahlen. Überall liegt so noch Bauschutt. Oben auch noch in so ein Kessel. Hier kann man auch früher hochklettern. Auch noch so ein kleiner Lagerraum oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Jetzt nach unten. Da kommt man nicht weiter. Leute, auch irgendwas wurde schon aufgeschnitten. Bestimmt mit so einem Schweißbrenner oder Gasbrenner, wie sie die Teile nennen. Alles voller Bauschutt. Tiefe Löcher am Boden. Oben ist auch noch ein kleiner Behälter. Adjektiv. Füllung Adjektiv. Wenn jemand weiß, was Adjektiv ist, könnt ihr das mal gerne in die Kommentare schreiben. So Leute. Wieder in so einem Raum mit irgendeiner riesen Maschine, keine Ahnung. Können wir mal kurz reingucken. Ein alter Schrank, Schaltschrank. Das ist eine alte Rohrleitung.
Gehen wir jetzt mal da hoch, Leute. Wer weiß, was da drin war. Hier überall so leere Kanister. Hier auch noch irgendeine Öffnung. Alles ist dumm, hier stehen auch überall die Zahlen drauf. Ja, Leute, hier denke ich mal, ja, früher irgendwie so ein Waschraum für die ganzen Mitarbeiter. Ja, das ist so der typische Waschraum-Feeling. Überall kommen hier schon Pflanzen von der Decke. Lass uns jetzt einfach mal in das Bürohaus gehen und gucken, was da noch alles so drin steht. Ja, Leute, ist auch in so ein Schuppen mit lauter Löcher. Jetzt noch eine Treppe hoch. Ja, guck mal, was da oben alles so ist. Das ist nur noch leerer Speicher. Weil die Lichtverhältnisse sind gerade nicht die besten. Naja. Vielleicht sind hier die Ölgefäße in den Mulden. Keine Ahnung, was genau. Aber hier steht ja auch Altöl. Also muss da hier das Öl gelagert worden sein. Achtung. Öllagerraum. Hier dort hängt noch ein altes Sägeblatt. Denk ich mal, vielleicht hat bestimmt irgendwie so eine Werkstatt oder sowas. Gehen wir jetzt gleich mal rein. Aber das hier. Alles von Metall. Boden. Hier stand auch bestimmt mal irgendwie was. Alte Schaltungskästen. Oder Sicherungskästen. Er ist echt riesig, hier verläuft man sich ohne Scheiß. Jetzt ist dann mein Trafo. Ja, ihr seht, Trafo 1. Sicherheitsregeln.
Badezimmer. Auf jeden Fall Duschzellen. Denke ich mal. Ja, ich dusche. Ja, Toilette sein, wie ich gesagt habe, Leute. Gehen wir jetzt mal hier hoch, die Treppe hier hoch. Ja Leute, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Muffen. Aber hier liegen überall Anziehklamotten. Altes Regal, das steht hier. Bögen. Alter Spind. Gucken, ob hier noch was drin ist. Leer. Ist auch leer. Ich denke mal, hier waren so Rohrersatzstücke oder sowas drin. Wieder ein leerer Raum. So kann man großartig was sagen. Wieder Toiletten. Wieder so eine Duschzelle. Gehen wir jetzt mal weiter, Leute. Hier ist noch so eine Werkbank oder irgendwie sowas. Noch so ein kleiner Raum. Das ist wirklich spektakuläres hier. Hier ist auch noch so ein kleiner Raum gewesen. Hier sogar noch eine Leiter und eine Kühltasche. Überall haben sich hier schon die Decke aufgemacht. Auch noch eine Toilette. Schlamm. Pizza drauf. Ja. Noch eine Toilette. Hoch, Leute. Hier noch ein riesen Tor. Hier kaputte Fenster. Ich denke mal, dass hier irgendwie so Wohnung oder irgendwie sowas war. Denk mal, war ein Speicher. Hier noch alte Hosen. Bestimmt von Mitarbeitern. Makita-Koffer. Leute, das sieht irgendwie ein bisschen creepy aus.
Alter, guckt euch, das ist ein Drache. Da ein umgefallener Rollstuhl. Hier noch irgendwelche Tüten, Online-Schrauben. Wurden hier anscheinend die Schrauben schon online bestellt. Tausend paar Handschuhe liegen hier auf dem Boden. Hier liegt noch, hier ist noch Glas. So, sind wir hier wieder in so Räume. Das sieht so irgendwie nach küchenmäßig aus. So eine kleine Küche. Hier, Leute, war noch so ein kleiner Schrank in der Treppe drinne. Ja, mal da hochgucken. Nichts mehr Atembewegendes hier. Kleiner Kessel. Hier. Hier hat das gebaut zum Sitzen. Gehen wir jetzt mal wieder runter. Auch noch Büros. Ja, auch ganz schön so eine Küche. Hier ist auch ein kleiner Treppenschrank. Hier war Bohrung im Boden schon gemacht. Ja, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, der zweite Teil Wollbleicherei hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo da und den Daumen nicht, natürlich den Daumen nicht vergessen. Bis dann. Ciao.